Hallo und willkommen zu einem Found Footage Horror Countryside 1999. Ich habe gerade schon mal versucht, Knöpfchen zu drücken, aber es passiert nicht, egal welches Knöpfchen ich drücke. F1 habe ich noch nicht. Ja, aber Englisch ist ja in Ordnung. Also das Spiel heißt Countryside 1999 und da ist ein Bauarbeiter, der seinen Job hingeworfen hat, nachdem er, was er so glaubt, eine komische Kreatur gesehen hat in einem alten viktorianischen Haus. Und das soll halt abgerissen werden, um Platz für ein neues Gebäude zu machen. Es war aber nicht lange, nachdem der Abriss angefangen hat, als einer der Mitarbeiter dort eine komische Kreatur gesehen hat im Gebäude. Rechter Maus-Button für Zoom. Wenn ich einen roten Text sehe, für 3 Sekunden halten, bis es verschwindet. Pretty close, sehr nah dran sein. Okay. Es ist sehr wabbelig, aber ich kann halt nichts einstellen. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht springen. Ich kann zoomen. Ich würde gerne sprinten. Warum ist ein Mitarbeiter mitten in der Nacht hier zum Abriss? Oder sind wir das nicht? Also gut, die Steuerung ist ein bisschen wabbelig, aber es ist ein kostenloses Spiel. Also so habe ich es auch ergoogelt, kostenloses Spiel. Auf itch.io oder itch.io kostet es im Moment ein bisschen. Wieso sehe das nur ich? Okay. Habt ihr es auch gehört? Was wollte ich sagen? Also, da ist es doch wieder. Kostet es jetzt im Moment so, ich glaube, $2 oder so. Ach, sowas ist was, okay. Und wenn man das aber dann googelt, dann kommt man auch zur kostenlosen eigentlichen Version. Könnte ich da irgendwie... Nein. Also, ich würde ja nie im Leben, ne? Nie im Leben, aber das brauche ich ja gar nicht erwähnen, das erzähle ich ja jedes Mal, dass ich immer alles machen würde. Und arbeitet er hier nachts zum Abreißen? Ah, guck mal hier. Aber sie haben eine Satellitenschüssel. Okay. Wir hören nur... Ja, wie kann ich denn... Ich zoome auf die Tür. Nein. Okay. Dann ist das scheinbar nicht richtig. Ja, mach doch mal auf.
R-Taste, E, Maus, links, rechts, R, D, F, Y, Z. Nein, okay. Das ist mir zu nah dran, ne? Die letzte Person, die überlebt, hört klopfen. Ja, habe ich. Das stand ohne Zoom, ne? Rote Schrift. Rote Schrift. Kann ich das nochmal? Hold right mouse button to zoom oder interact. When you see a red color text, hold, also 3 Sekunden, bis sie verschwindet. You need to be correct distance, a bit close. Ah, okay. Okay, also die letzte Person, die klopfen hört, also heißt das, ich überlebe. Interact. Das sieht doch auch so komisch aus. Wer blättert denn hier? Kann wieder gehen. Angeblich kein langes Spiel. 15 Minuten. Also ich glaube aber nicht, dass ich... Ich denke eher, dass ich zu blöd bin, den Anfang zu finden. Aber dafür geht's hier bald. Nein. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon. Okay, also nochmal zum Haus. Sorry, müsst ihr durch. Im Moment spinnt mein Aufnahmeprogramm ein bisschen und zeigt mir nicht immer alles in Echtzeit an. Also jetzt gerade ist mein Mikrofon nicht da. Und mein kleiner Furry in der Ecke hat die Augen geschlossen. Ich glaube, der gibt für heute irgendwie auf. Dann schlaf mal. Guck mal, noch gar nicht böse geguckt, ne?
Wasserfall da, ey. Also das ist schon ekelhaft, ne? Das ist meine Schritte. Da habe ich mein neues Telefon unter. Und das ist auch ein super Thema. Ist das einfach random oder löse ich da irgendwas aus? Da komme ich ja nicht dran vorbei. Ach so. Ja, okay, dann guten Tag. Ich bin Ihre Avon-Beraterin. Aber dann ist schlicht. ...1937 erbaut. Sven Finch? Ja, 3 Sekunden halten. Das müsste eigentlich weggehen. Very close. Ich bin very close. Ich konnte gerade nicht mehr raussuchen, ganz toll. Hä? Ja, ging es ja wohl nicht so gut. Bisschen älter hier. Sind so wie die Stimmen. Jetzt habe ich wieder einen Kannst aber schön ziehen. Was blättert hier? Was blättert hier? Hm? It's me. Bedeutet das eigentlich da unten links, dass wir gar nicht aufnehmen? Könnte man irgendwie aufnehmen? Immer viele Pflegeutensilien. Also ich bin sehr dankbar, dass hier nicht extreme Jumpscares eingebaut sind. Das ist eine Lampe. Mein Gott. Ich muss gestehen, ich habe heute schon 3 Spiele, glaube ich, gespielt. Ich bin schon ein bisschen
bisschen weniger erschreckbar, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem verdammt gut gemacht. Eigentlich würde ich mich sonst mehr vor diesen Schritten fürchten. Also hier könnte man auch einfach irgendjemand so in die Ecke gucken lassen, ne? Eine Reflexion. Oh, habe ich die Binden gesehen? Ja, du hast vorhin schon gesagt, du warst gar nicht da. Alle ich nicht mehr nochmal. Aber es wäre geil, wenn du da jetzt irgendwo so ganz leise versteckst, so zwei kleine Äugelchen oder so. Das wäre gut. Also es wäre furchtbar, aber es wäre gut. Diese Lampe. Scheiß Tiffany dann. Na? Das ist Kerzen. Ist doch direkt wieder draußen, ne? Ist gar nicht mitgesehen. Nicht das richtige Brettchen angeguckt. Sollte ich dann gut eine Reflexion sehen? Was ist das? Achso, das ist wieder ein Vögelchen. Das ist ein Vögelchen? Ich glaube schon, ne? Besitzer sind wohl, Achtung Wortwitz, gut zu Vögeln gewesen. Hahaha. Was ist hier? Warum wird das so undeutlich hier? Ist da? Da bewegt sich draus, oder? Jetzt bewegt sich da was? Sehen. Ja, 15 bis 20 Minuten ist schon um, ne? Manchmal flippt er so in eine bestimmte Richtung, wo ich denke, soll ich genau da was sehen? Wird da geblättert? Was für Seiten? Hier ist doch niemand Buch. Bitte? Oder verpasse ich Jumpscares? Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen.
nichts, ne? Achso, das ist der Ausgang. Ha, ist das ein Pilotchen? Ja. Oh, Walter, 1955. Ja, sie hat nur noch Kinder. Ich gehe jetzt einfach noch mal zum Haupteingang. Vielleicht haben die den jetzt mal freigeräumt. Oder ich kann das mit meinem Bagger. Nix. Aha. Okay. Ich bin bestimmt einfach zu lahmarschig. Der will wie platt. Da wird Blut sein. Wird gut sein, ja? So, geh weg. War das jetzt? Ja. Jetzt habt ihr... Habt ihr mir die Säcke hier weggenommen, aber die Tür nicht aufgemacht? Ja, ich höre dich. Ich sehe dich nicht und ich darf nicht ran. Was war das? Da gehe ich nicht mehr weg. Gehen wir noch mal gucken. Ich blick das irgendwie nicht. Was muss ich machen, damit die Tür aufgeht? Und ich würde so gerne rennen und springen. Ja, singen tut sehr fein.
Aber wacht sie mir endlich auch mal die Tür auf. Ach, hey. Ich will dauernd rennen, aber sie rennt oder er rennt einfach nicht. Dann gehe ich halt noch mal. Was sind das überhaupt? Wie ich denn hier? Boah. Hier ist doch wieder der Anfang, ne? Ja, da geht's rein. Ist mein anderer Weg jetzt zugebaut? Soll ich mal ein Auto belegen? Ich krieg nichts mit, ne? Okay, komm ich nicht durch. Ich komm nicht durch. Hä, ist doch die Seite. Kriege ich halt hier noch mal ein paar Sachen an. Dann geht dann die Haustür auf. Vögelchen. Ich wollte gerade sagen, kommt hier überhaupt noch irgendein Scare? Weil es war bisher nur Töne. He explode all the hole. Er hat alle Flure, ich habe mich gerade erschrocken, das war jetzt anstrengend. Er hat alle Flure untersucht. Und da waren viele Flure. Naja, eigentlich habe ich nur einen gefunden. Bisher. Some of them didn't have temporary light. Manche haben noch nicht mal halbwegs Licht da drin und also war es alles so pechschwarz. Aus dem Nichts haben seine Ohren angefangen zu läuten. So, the pitch got louder and louder. Bis es nicht mehr erträglich war. Ja, das kenne ich. Das ist in Horrorfilmen immer, dass er aber so ein Ring, Leuten fiepsen ist, was ich auch nicht ertrage. He dropped to his knees, hat sich halt an die Ohren gefasst und hat geweint, vor Schmerz, geweint, vor Schmerz, geweint, vor Schmerz. Ja, war es das? Das war's anscheinend. Okay, ich fand's nicht schlecht für gratis, aber da kann man noch richtig viel eigentlich draus machen, finde ich. Was meint ihr? Also ich fand's nicht schlecht, aber ich hätte gern mehr. Bis zum nächsten Mal.